Die Bevölkerung in Österreich wird immer älter. Und immer intensiver wird auch nach Lösungen für den akuten Personalmangel in der Pflege gesucht. Ja, wie lässt sich der Personalnotstand abmildern und ist die Pflegelehre, die die Politik als Meilenstein bezeichnet, tatsächlich der große Wurf? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit der Präsidentin des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband Elisabeth Potzmann. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Fast eine halbe Million Menschen in Österreich brauchen Pflege. Mit ihrer Betreuung sind jedes Jahr rund 1,2 Millionen Menschen beschäftigt, darunter medizinisches Pflegepersonal, 24-Stunden-Betreuung und auch Angehörige. Doch davon gibt es zu wenige. Politiker warnen jetzt, dass bis ins Jahr 2030 tausende Pflegekräfte fehlen werden. Steht Österreich jetzt vor einem Pflegenotstand oder sind wir ohnehin schon mittendrin in diesem Pflegenotstand? Ja, ich würde es weniger als Pflegenotstand bezeichnen, sondern vielmehr als Versorgungsnotstand insgesamt. Mhm. Weil so wie Sie es eben auch gut beschrieben haben, findet ja Pflege und Betreuung nicht nur im Krankenhaus statt, sondern an vielen Orten, zu Hause und in Alten- und Pflegeheimen. Und man muss sich genau anschauen, in welchem Setting brauchen wir was. Mhm. Immer wieder hört man zumindest in Kliniken, also die mediale Berichterstattung führt eher hierhin den Fokus. Jetzt zuletzt wieder in der Klinik Ottakring, die gefäßchirurgische Versorgung in Wien, die sei wegen einem Mangel an Pflegern nicht mehr zu gewährleisten. Das war jetzt erst eine ganz aktuelle Meldung. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, wie der derzeitige Berufsalltag von pflegendem Personal aussieht? Sind das so Einzelfälle, die man dann in den Medien hört, oder ist das tatsächlich öfter ein Problem? Ja, in der Pflege ist es so, dass es ja schon vor der Pandemie so war, dass wir eher auf Kante geplant waren und nicht im Überschuss vorhanden. Und das hat sich durch die Pandemie noch einmal verschärft, diese Situation. Und was wir derzeit erleben, und das zieht sich fast durch alle Bereiche, ist eine starke Verdichtung der Arbeitszeit. Die Arbeit ist sehr beschleunigt. Man muss immer mehr Aufgaben in kürzerer Zeit vollbringen. Und das führt natürlich zu einer massiven Belastung. Und das ist nicht nur punktuell so. Man kann durchaus sagen, dass sich das durchzieht. Und das grundlegende Problem ist, dass derzeit zu wenig Menschen im Pflegeberuf tätig sind. Ja, was wir erleben ist, dass durchaus viele junge Menschen interessiert sind, den Pflegeberuf zu ergreifen und auch in die Ausbildung gehen und diese absolvieren. Was wir dann aber erleben, ist, dass sie nicht lange bleiben, weil die Rahmenbedingungen in der Praxis so sind, dass man den Beruf dann wieder verlässt, und das beschleunigt oder verschärft diesen Mangel natürlich. Mhm. Auf dieses Problem kommen wir dann gleich noch später zu sprechen. Sprechen wir aber zuvor über die Pflegelehre, denn die soll quasi dem Pflegekräftemangel entgegensteuern. Unter anderem gibt es da ein Pilotprojekt, das ab Herbst dann gestartet wird, entweder 3 oder 4 Jahre, dann direkt nach der 9. Schulstufe, also nach der Pflichtschule, dann anschließt. Und Politiker sprechen hier von einem Meilenstein. Es gibt aber auch viel Kritik. Wie sinnvoll ist denn das Modell in Ihren Augen? Ja, wir sehen es vom Berufsverband her eher kritisch. Das hat vor allem 3 Gründe. Wir begehen hier einige Tabubrüche, die wir so nicht kannten bisher in der Pflege. Das eine ist das frühe Einstiegsalter, die frühe Konfrontation mit Tod, mit Schmerz, mit Leid, mit Ekel. Dass, wenn man diesen Weg gehen will, muss er gut begleitet sein. Die Auszubildenden müssen eng an dieses Thema herangeführt werden. Wir haben aber, wie wir gerade aufgezeigt haben, eine ohnehin schon große Arbeitsverdichtung. Wir sehen nicht, wie das im Moment möglich sein soll. Der zweite Tabubruch ist, dass Gesundheitsberufe in Österreich keine Gewerbeberufe sind bisher. Wir möchten in Gesundheitsberufen, dass ethische Entscheidungen getroffen werden und keine wirtschaftlichen Entscheidungen im Sinne von, zahlt sich das überhaupt noch aus? Und wir führen hier somit erstmalig einen Gesundheitsberuf, nämlich die Pflege, über in diese Gewerbelogik. Mhm. Und das dritte Thema und der dritte Tabubruch ist, dass wir uns bis jetzt darin einig waren, dass eine Ausbildung so lange dauert, wie sie dauern muss.
Und wir dehnen jetzt eine einjährige Ausbildung auf 3 Jahre aus. Das heißt, wir haben hier 2 Jahre, die wir füllen mit Aufgaben. Natürlich lässt sich Arbeit immer finden, aber wir nutzen hier junge Menschen für Hilfsdienste, die sie für wenig Geld zur Verfügung stellen müssen. Und das finden wir nicht sehr respektvoll jungen Menschen gegenüber. Also PFA und PA, also die Ausbildung zur Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz, wäre, wie Sie jetzt gerade angesprochen haben, bereits ja, jetzt schon möglich. Ausbildung dauert 1 Jahr oder, glaube ich, 2 Jahre dann die längere Ausbildung. Ab 17 Jahren könnte man das schon machen, aber wenn man das jetzt machen möchte, würde man dazwischen ja 2 Jahre, also nach der Pflichtschule, müsste man sich dann was überlegen, was man stattdessen tun kann. Und da, glaube ich, argumentieren dann viele, okay, in dieser Zeit sucht man sich dann etwas anderes, wo man Geld verdient und geht dann nicht in die Pflege, wie man das vielleicht mit 15 entschieden hätte. Was würden Sie da dann entgegnen? Nun ist das Argument, dass uns in diesen 2 Jahren viele verloren gehen, höre ich immer wieder. Allein fehlen mir die Zahlen dazu. Ich sehe dazu überhaupt keine Evidenz, dass das tatsächlich so gewesen wäre in der Vergangenheit, zumal es ja auch nicht stimmt. Es war immer so, dass man nach der 9. Schulstufe Anschluss an die Pflege finden konnte, wenn man wollte. Früher war es ein sogenanntes Vorbereitungsjahr, also eine 10. Schulstufe, die man anschließen konnte an die 9. Schulstufe. Und danach gab es auch immer die Schulen für Sozialbetreuungsberufe, die implizit eine Pflegeassistenzausbildung mitgebracht haben und seit einigem Jahr im Schulversuch und ab Herbst im Regelbetrieb haben wir die Ausbildung in der Pflege in berufsbildenden höheren Schulen und in berufsbildenden mittleren Schulen. Also es gibt diese Lücke de facto nicht. Also es gibt genug Möglichkeiten und keine Durchlässigkeiten, zumindest bei der Ausbildung, sind Sie der Meinung? Die Matura haben Sie jetzt auch gerade angesprochen, die wird ab Herbst in ganz Österreich starten. Derzeit gibt es ja schon ein Pilotprojekt, also Pflegeausbildung mit Matura, durchaus sinnvoller Zugang, denken Sie, oder? Ja, das halten wir für einen sehr guten Zugang deswegen, weil wir hier nicht in eine Sackgasse hinein ausbilden, sondern den jungen Menschen Möglichkeiten bieten. Wir sind ja stolz auf unsere Durchlässigkeit in der Pflege. Wir können mit einer einjährigen Ausbildung starten und uns höher qualifizieren in eine 2-jährige ins Baccalaureat. Mhm. Und von dort aus auch weiter studieren, wenn man es möchte. Wer es nicht möchte, muss es ja nicht machen. Aber wir wollen, dass diese Möglichkeit offen steht und dass wir nicht in der Sackgasse, in der Bildungssackgasse landen. Und einen Kritikpunkt noch zur Pflegelehre war ja auch von vielen Berufsvertretern, dass Jugendliche, weil eben die Tätigkeit ab 17 Jahren am Patienten quasi starten würde, dass hier eine Überforderung der Jugendlichen passieren könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch? Ja, wir sehen diese Gefahr natürlich sehr wohl, weil schon allein aus biologischen Gründen sind 15-Jährige sehr damit beschäftigt, erwachsen zu werden und haben nicht unbedingt die Bedürfnisse von 18-Jährigen primär im Fokus. Man kann sie natürlich beruflich sozialisieren, man kann sie natürlich heranführen an diesen schönen, aber eben auch herausfordernden Beruf. Aber das braucht viele Ressourcen, das braucht Ausbildner, die Zeit haben. Und hier sehe ich im Moment ein Manko. Mhm. Aber könnte man es dann nicht vielleicht auch andersrum sehen, dass man sagt, okay, wenn man dann mit 16, 17 draufkommt, das ist eh nichts für mich, kann ich ja dann noch immer aufhören. Dann habe ich es mal gesehen, wie das wäre, weil man weiß ja oft noch gar nicht, was man mit 17 wirklich dann machen will im Leben. Ja, aber genau das fänden wir schade. Also ich fände es schade, dass man jemanden, der grundsätzlich für einen sozialen Beruf und für die Pflege geeignet wäre, man mit 16, 15 in eine Ausbildung schickt, in die Überforderung schickt und somit den Beruf verleidet für den Rest des Lebens. Also ich denke, eine gewisse persönliche Reife, eine gewisse, ja, einfach geerdet zu sein schon, mit sich selbst so weit im Reinen zu sein, einfach erwachsen zu sein, ist schon
eine Voraussetzung, damit man mit den Herausforderungen, die die Pflege mit sich bringt, auch umgehen kann und damit man auch das Schöne, das dieser Beruf in sich trägt, erleben kann. Wenn man Ihnen so zuhört, dann merkt man schon, der Pflegeberuf ist kein, ich sage mal, normaler Beruf. Ja? Da braucht es auch die passende Persönlichkeit dazu. Ist es recht schwer, hier noch passende Persönlichkeiten zu finden, die das sich selbst dann auch zumuten? Sie sagen, man muss schon mit sich selbst irgendwie auch geerdet sein. Das ist ja auch alles verständlich, dass man dann nicht andere Leute irgendwie zum Patienten lassen will. Aber ist das auch ein Problem bei der Pflege, dass es jetzt zu so einem Notstand kommt, dass man solche Leute, die Leute das nicht mehr machen wollen? Also ich möchte in diesem Zusammenhang nicht von einer Zumutung sprechen. Die Pflege ist ein sinnstiftender Beruf. Die Pflege ist ein Beruf, in dem man viele Wachstumsmöglichkeiten hat. Und das spricht grundsätzlich junge Menschen an. Menschen möchten und gerade jetzt die jungen Generationen eine Tätigkeit haben, die eben sinnerfüllt ist. Und insofern haben wir auf der Ausbildungsseite oder auf der Seite Menschen anzusprechen gar nicht das große Thema. Natürlich müssen wir dort auch entsprechend kommunizieren, aber den großen Handlungsbedarf im Moment haben wir dann tatsächlich im Arbeitsumfeld, haben wir dann dort, wo wir die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit halten wollen. Genau, da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Das Problem ist jetzt nicht, ja, wie viele Leute, wie viele Bewerber es gibt, wie viele Leute einsteigen, sondern vielmehr, wie viele Leute dann wieder aus dem Beruf ausscheiden. Ein großes Problem natürlich auch während der Corona-Pandemie gewesen. Und genau in der dritten Corona-Welle im Jahr 2021, da wurde eine Studie zu diesem Thema durchgeführt. Aus welchen Gründen wird denn ein Pflegeberuf nun verlassen? Ja, diese Studie von Querer und Querer haben wir unterstützt, weil wir sehen wollten, wie geht es denn den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis im Moment. Und wir haben gesehen, dass leider viele sich mit dem Gedanken tragen, auszusteigen, damals schon. Und das ist eigentlich die schrecklichere Zahl gewesen, weil viele denken vielleicht einmal darüber nach, soll ich meinen Job wechseln, dass an die 5000 Kolleginnen damals ganz konkret, also hochgerechnet, tatsächlich schon Schritte gesetzt haben, entweder gekündigt haben oder bereits auf Jobsuche, auf eine andere Jobsuche sich begeben haben. Und die Gründe dafür sind, ja, also wenig überraschend. Es war ich glaube sogar an erster Stelle war das Thema Bezahlung. Auch in der Pflege möchte man natürlich arbeiten für Geld. Und es ging dann aber auch darum, das Thema Wertschätzung anzusprechen, das Thema große Arbeitsverdichtung, wenig Zeit zu haben, damals ja noch verschärft durch das Tragen der Schutzausrüstung und Anlegen der Schutzausrüstung, Testen und so weiter. Also das sind so diese Top 3 Themen, die dazu führen, dass die Kolleginnen letztendlich den Job wechseln. Also während Corona natürlich ein unglaublich anstrengender Berufsalltag, zum Teil 12 Stunden in dieser Schutzausrüstung zu stehen, das kann sich, glaube ich, kaum jemand vorstellen. Aber jetzt könnte man ja sagen, okay, Corona ist für die Allgemeinheit jetzt vorbei. Inwiefern spielt Corona jetzt noch immer eine Rolle im Krankenhaus oder sind das jetzt wirklich nur die Auswirkungen, dass jetzt wirklich viele Menschen aus dem Beruf gegangen sind? Nun, ich muss feststellen, dass wir sehr schnell wieder zum Alltag übergehen. Und diese Zeit, die wir die letzten 3 Jahre erlebt haben, das hat ja mit uns allen etwas gemacht. Und natürlich mit jenen, die ganz vorne mit dabei waren, hat es umso mehr gemacht. Und ich halte es für wesentlich, dass wir da zurückblicken, dass wir diese Zeit aufarbeiten. Und ich schaue ein bisschen mit Sorge darauf, dass das nicht passiert, dass wir eigentlich nahtlos versuchen, überzugehen in den Alltag. Aber natürlich haben wir diese Verluste, die wir erlebt haben während der Pandemie, die müssen wir jetzt managen, damit müssen wir jetzt umgehen, weil viele Kolleginnen aus ihrem Berufsethos herausgesagt haben, die Pandemie, das machen wir noch mit, da haben wir eine Verantwortung, die sehen wir, aber wenn das vorbei ist, dann ist der Zeitpunkt, wo ich auch einmal wieder auf mich schaue und mich orientieren muss, wie es mit mir weitergeht. Und wie geht es dem Pflegebereich jetzt?
Nun, wie angesprochen, also wir erleben diesen Mangel, wir sehen diesen Mangel ja auch, wir hören es immer wieder, Operationen können nicht stattfinden, Untersuchungen können nicht stattfinden, Betten müssen gesperrt werden. In der häuslichen Pflege sehen wir, dass Wartelisten sind, bei den mobilen Pflegediensten Wartelisten sind für Plätze in den Heimen. Und das hängt ja alles sehr eng mit sich zusammen, in sich zusammen. Wenn der Heimplatz nicht frei ist, dann bleiben die Patienten im Krankenhaus liegen, belegen dort das Bett und dann kann dort die Behandlung für akute Patienten eben nicht stattfinden. Oder aber die pflegebedürftigen Menschen bleiben in der häuslichen Versorgung. Das heißt, das familiäre Umfeld ist massiv gefordert, hier die Versorgung zu übernehmen. Und all diese Facetten müssen wir sehen. Also das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das geht uns alle an. Nochmal kurz dazu. Also eigentlich, wenn man sich das dann so vorstellt, man ist in diesem Beruf, jetzt hat man die Corona-Pandemie hinter sich gebracht, jetzt sieht man viele Betten, man weiß nicht als Pflegekraft, wo man eigentlich anfangen soll, ist komplett überfordert. Das ist ja auch frustrierend, wenn man dann zum Beispiel die Versorgung ja gar nicht mehr sicherstellen kann im vollen Gange. Ist denn das jetzt noch gewährleistet, dass man in der aktuellen Situation wirklich alles am Patienten machen kann oder muss man hier auch Abstriche setzen? Also ich würde sagen, dass die Pflege hier wirklich Übermenschliches leistet, dass man sehr stark über seine Grenzen geht, solange man kann. Wir haben aber gesehen, wir haben im Herbst eine weitere Studie präsentiert von Frau Kardaschow, die Miss-Care-Studie oder Miss-Nursing-Care-Studie, die sehr schön aufzeigt, was passiert, wenn nicht mehr genügend Zeit bleibt für alle Tätigkeiten auf den Stationen. Und wir sehen hier, dass in einer gewissen Abstufung einfach Tätigkeiten, Behandlungen, Maßnahmen ausgelassen werden müssen, notgedrungen. Und das ist kein allein österreichisches Phänomen, diese Studie gibt es in vielen anderen Ländern auch. Sie kommen alle zu ähnlichen Ergebnissen, wie wir hier jetzt in Österreich auch. Zuerst wird natürlich, oder nicht natürlich, aber zuerst, das sind die Ergebnisse aus dieser Studie, wird auf der Beziehungsebene eingespart. Die Gespräche werden kürzer, Informationen werden nicht mehr gegeben. Und das hat ja natürlich auch Konsequenzen, wenn man die nötigen Informationen nicht hat als Patient. Und in weiterer Folge werden aber auch Vitalparameter wie Blutzucker, Blutdruck nicht mehr gemessen. Die Medikamente werden nicht mehr zum Zeitpunkt eingenommen oder verabreicht, wo sie verabreicht werden müssten und so weiter und so fort. Das hat massive Auswirkungen. Das zeigt diese Studie ganz deutlich. Was würden Sie jetzt sagen, was braucht es denn jetzt, um hier entgegenzusteuern? Ja, wir brauchen natürlich mehrere Maßnahmen und eine, die läuft schon, das ist die Ausbildungsoffensive. Also wir vermehren die Ausbildungsplätze, wir schaffen mehrere Wege in die Pflege hinein. Wir haben letztes Jahr auch das Ausbildungsentgelt eingeführt. Das war sehr positiv, wenn auch nicht in der Höhe, wie wir vom Berufsverband uns das gewünscht hätten. Aber es ist zumindest einmal ein Anfang getan und das sehen wir sehr positiv. Was wir noch machen könnten und wo wir im Moment noch nicht die Kraft entwickeln, die man entwickeln könnte, ist Kolleginnen anzusprechen, die das System verlassen haben, die den Beruf verlassen haben, wieder zurückzukommen. Aber natürlich müssen wir dann zu Hause erst einmal die Hausaufgaben machen. Das heißt, wenn jemand rausgeht, weil die Rahmenbedingungen schlecht waren, dann muss sich die Rahmenbedingungen natürlich zuerst in Ordnung bringen und dann diese Kolleginnen ansprechen, wieder zurückzukommen. Hier haben wir einen großen Pool. Und dann haben wir ein Feld, das zum Teil versucht wird zu erschließen, aus unserer Sicht nicht effizient genug oder nicht so, wie wir uns das wünschen würden aus Seiten des Berufsverbandes, nämlich Kolleginnen anzusprechen aus dem Ausland, nach Österreich zu kommen. Und hier wollen wir aber schon, dass man auch darauf schaut, dass man hier nicht in Länder rekrutiert, die selber einen Personalmangel haben, sondern in jenen Ländern,
die genug Pflegepersonal selbst haben und die hier Bedingungen vorfinden, die gut sind, damit man sie auch wirklich hier herbringt zum einen, aber letztendlich auch halten kann. Das scheint uns wichtig zu sein. Ja, vielen Dank, Frau Potzmann, fürs Gespräch. Danke, sehr gerne. Boom, 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 boom.